Roxy für euch fürs JMC Magazin und neben mir sitzen Bodybuild. Hallo. 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 So, ihr spielt heute auf dem Dogville Festival und freut euch bestimmt schon ganz tierisch drauf, oder? Ja. Natürlich. Roaming through Sunday streets, we got so much love. It's quite impossible to break our very foolish hearts. I've been waving to my girl. Aber ich wollte auch noch mit euch über euer Album sprechen, denn das ist ja noch nicht so lange draußen. Es ist dieses Jahr erschienen und es trägt eine Frage als Titel. What? Stellt ihr euch selber diese Frage oder stellt ihr euren Hörern diese Frage? Naja, es hat natürlich, einerseits ist es ein Ausdruck von Neugier. Also wer neugierig ist, der fragt manchmal, was? Oder ist überrascht, so, was? Und da gibt es natürlich auch unseren musikalischen Ansatz, der nicht unbedingt so darauf abzielt, wie soll ich sagen, so das erstbeste Einstellung vom neuen Computerprogramm zu verwenden, sondern eben auch Instrumente im elektronischen Bereich versucht einzubauen. Und das ist ja immer nicht so leicht. Also das ist jetzt nicht so der einfachste Weg. Und, aber es macht uns total Spaß, eben zu hinterfragen und auch zu sammeln. So, was wäre, wenn Fragen, so in die Richtung. Wir haben eigentlich schon von Anfang an immer versucht, auch den Kontext so ein bisschen, in dem wir Konzerte gemacht haben, eben zu sprengen. Also wir hatten immer den Traum, ein bisschen diese Trennung zwischen den existierenden Musikwelten so ein bisschen aufzulösen. Und das heißt, im Techno-Club eben auch mal mit einer Geige und einer Gitarre was zu machen, wenn man Lust drauf hat. Mhm. Und eben auf bei einem Indie-Konzert auch mal ein Techno-Stück. Das war so ein bisschen die... damit zu spielen, so, das hat uns schon immer irgendwie Spaß gemacht. So, what makes you strong? Admit your weakness, we share this one. So, what makes you strong? Admit your weakness. Dieses Verspielt hier wird auch so ein bisschen in eurer Bühnenperformance sichtbar. Ihr verkleidet euch ja ganz viel. Ja, warum? Warum müsst ihr da mit so einem großen Knochen rumrennen? Warum habt ihr dann auf einmal Fell- oder Federkostümchen an? Naja, das ist sicherlich, weil man bestimmte Zustände, über die man sich mal unterhalten hat, auch mal als Bild darstellen möchte. Ich finde es ja mal gut, weil diese Sachen einen davon abhalten, sich zu ernst zu nehmen. Mhm. Ja, das ist mir total wichtig. Weil was sollen wir denn machen da mit unseren elektronischen Geräten da? Man steht da rum wie Kraftwerk und das wäre mir persönlich zu krass. Auch wenn ich die Sachen zum Beispiel nicht anziehe, weil ich mich da nicht sehe. Aber die beiden Jungs sind sich da nicht zu fein dafür, so wie ich. Und ich finde es ja gut, wenn ich dann mir das von hinten anschaue. Und ich kann die dann auch nicht mehr ernst nehmen und das ist super. Ah, Arschloch. A brand new carpet to put things upon, like wishes and notes and Burberry clothes. Shivering bodies, troubled and fiery red and twinkling toes. Dancing in their sleep. Dancing in their sleep. Aber habt ihr denn noch so, dann jetzt diejenigen, die sich auch verkleiden, so ein Kostüm, ja, das würde ich jetzt irgendwann mal gerne auch nochmal anziehen, so ein Traumwunschkostüm? Treiben. Ich wäre, glaube ich, wirklich gerne irgendwann mal so ein total bunter Flügel, aber so ein Pianoflügel, also der so um mich rumgebaut ist, weißt du, wo man dann so... Wo du auch selber spielen kannst. Ja, genau, wo man selber spielen kann. Auf dir selber spielen kannst. Ja. Ich wollte zu der Tour gerne Spiegelei sein, aber es hat nicht so geklappt. Das stimmt aber wirklich. Also Spiegelei finde ich, das ist so mit das... Ja, ist schon geil, ne? So ein Ei schmeißt in die Pfanne, ist kaputt, aber ist da trotzdem was irgendwie, ist so ein Ding. Ist sogar besser dadurch. Ja, ja. Naja, aber so ein Ei ist auch schon so ein geiles Symbol, finde ich. Also weil, wenn man über Stein redet... Da Küken werden drin. Ja. Ei und Stein, also die sind sich schon verwandt und irgendwie genauso Gaga. Alex geht als Gaga. Küken und du als Spiegelei. Nee, er geht als Flügel, nicht als Flügel. Ich gehe als Flügel. Als Küken. Als er legt dann das Spiegelei. Als Hähnchenflügel. Nee, wir erzählen ja keine, wie soll ich sagen, keine Weihnachtsgeschichten. Die sind ja eher so, das ist ja eher mal so ein bisschen versuchen irgendwie. Deshalb sind die Fragen auch schon mal ganz gut jetzt auf dem Cover. Das war schon mal auch so eine gute Sache, um das mal auch irgendwie aufs Cover zu schreiben. So, dass wir einfach probieren und jetzt auch nicht da, so eine, um Gottes Willen, keine Welterklärung machen. Und so der große Wurf oder so. Natürlich probieren wir immer, eine Platte hinzukriegen, die, wo wir wirklich geflasht von sind oder wo wir dann wirklich mal sagen können, alter Schwede, jetzt haben wir hier mal was geschafft. Aber bis dahin ist es halt auch schön, wenn man weiß, okay, wenigstens stellen wir
versuch mal so und wenigstens stell mal ein paar Dinge irgendwie in Frage oder ja, drehen sie mal um. Ich glaube auch, dass es irgendwie heutzutage extrem wichtig ist, wo alles immer angeboten wird, dass es Rezipienten oder auch Leute gibt, die das auch komplett in Frage stellen. Mhm. Ne? Also so, das muss nicht alles so sein, wie es ist. Das wäre furchtbar, wenn alles immer so bleiben würde, wie es jetzt gerade ist. Ja. Insofern vielleicht als kleiner Anreiz oder so. Also so für uns ist es gut, über die Dinge nachzudenken und vielleicht für andere auch. Ja. Auf dem Dogville Festival und eine Frage stellen wir allen Bands. Das Dogville Festival ist ja nicht nur ein Festival der Musik, sondern auch ein Festival der Kunst. Es sind hier überall so Installationen und Skulpturen und Kunstwerke ausgestellt. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Festival aufzuwerten durch irgendein Kunstobjekt, sei es eine Skulptur, Installation oder irgendetwas, was ihr selber gestalten könntet, was wäre es? Ja, wir haben uns ja auch schon in letzter Zeit viel darüber unterhalten, so über diese Kunstwelt und den Kunstbegriff. Also das ist, persönlich würde auch sagen, das ist mir zu viel Glatteis irgendwie. Ja, aber Glatteis wäre vielleicht nicht schlecht, so eine Rutschebahn. Ja. Vielleicht wäre eine Rutschebahn ganz gut. Ja. Mit tschechischer Technomusik drumherum. Doch, welche Festival? Dancing in the dreams. Dancing in the dreams.